So, herzlich willkommen meine Lieben zum letzten Monatsvideo 2020. Ah, was für ein Jahr, oder? Als ich Anfang des Jahres meinen YouTube-Kanal eröffnete, dachte ich nicht, dass das Ganze so laufen wird. Es ist ja einiges passiert. Ich denke, was soll ich sagen? 2020 in einen positiven Kontext zu bringen, das geht absolut gar nicht. Dennoch sind einige schöne Sachen passiert und ich versuche einfach auch aus schwierigen Zeiten dann Positives mitzunehmen. Ja, der YouTube-Kanal ist entstanden, der Twitch-Kanal ist entstanden, der Discord-Server ist entstanden. Viel ist passiert, es hat riesen Spaß gemacht, ich habe tolle Leute kennengelernt. Auf YouTube sind wir, glaube ich, gerade bei 82 Abonnenten, wo ich sehr glücklich bin. Bei Twitch kratzen wir sogar an den 100. Wir sind bei 98 seit gestern Abend. Und vielleicht schaffen wir es dieses Jahr sogar noch auf die 100. Das wäre natürlich mega. Das wäre ein richtiger Meilenstein. Ein richtiger Meilenstein für mich wäre das. Das wäre total toll. jetzt steht meine Mütze auch nicht mehr. Auf jeden Fall, was ist noch passiert? Ja genau, also mittlerweile ist ja auch das Ergebnis vom Become a Creator Wettbewerb raus. Ich bin es nicht geworden, das hättet ihr ja auch sonst mitbekommen. Schmunzel hat gewonnen, nochmal herzlichste Glückwünsche zu deinem Sieg. War ein tolles Turnier, hat Spaß gemacht und war cool bis ins Finale gekommen zu sein und da mal was ganz Neues auszuprobieren. War eine richtig coole Erfahrung. Genau, ab Neujahr wird sich ein bisschen was besonders am Streaming-Programm ändern. Ich werde alles nochmal ein bisschen über den Haufen schmeißen. Werde wirklich Spiele aussuchen, die ich dauerhaft spielen möchte. Gar nicht, naja, wie soll ich sagen? Einfach wirklich, wo wir auch länger dranbleiben, damit wir gewisse Story-Spiele auch mal durchspielen. Weil mittlerweile spiele ich sehr viele Spiele, wo es so in die Unendlichkeit geht. Also Total War, Fall Guys oder so, wo man eigentlich nie so ein Ende sieht. Und da will ich schon ein paar Spiele, wo man vielleicht die ein oder andere Story zusammen durchspielt und sowas. Das wird auf jeden Fall kommen. Da werdet ihr über den Discord-Server auch up-to-date gehalten werden. Und ja. Was noch? Komme ich schon zur Danksagung? Hast du es schon? Na, es ist viel passiert. Den Monat, ich meine, ich brauche nicht das ganze Jahr jetzt nochmal aufrollen. Den Monat ist halt sonst nicht viel passiert. Wir hatten unseren Fokus-Projekt-Dreh, der war ganz cool. War ganz cool. Werbung ist zwar im Prinzip so zum Drehen, es ist für mich nicht so reizvoll, aber es ist mal eine ganz coole Erfahrung. War ein super Team. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu erzählen. Ansonsten, ja, ansonsten wünsche ich euch erholsame Tage, schöne Feiertage, einen verdammt guten Rutsch ins neue Jahr. Für die, die nicht in die Streams reingucken oder so oder über Discord, denen wünsche ich es jetzt schon mal. Wie gesagt, über Streams seht ihr mich ja dann noch. Und genießt die Zeit, so gut es geht. Nicht so viel deprimiert sein, lasst euch nicht runterkriegen. Es kommen bessere Zeiten auf uns zu, da bin ich mir sicher. Ich werde an Weihnachten zu meinen Eltern heimfahren. Ich habe das Glück, dass ich das darf. Dass das möglich ist. Und ich da aber auch 4-5 Tage lang wirklich die Füße hochlegen werde und gar nichts tun werde. Mal Abstand von der Uni, von Uni-Projekten. Auch mal 4-5 Tage Abstand von YouTube. Einfach mal durchschnaufen. Es ist sehr hart, Uni mit dem Ganzen zu kombinieren. Aber es ist eine absolute Leidenschaft, die ich da erwischt habe. Und deswegen will ich es auch auf jeden Fall weitermachen. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Genau. Und deswegen bin ich da aber nicht erreichbar. Über WhatsApp ja, Discord nein, weil ich krieg die Discord-App einfach nicht auf meinem Handy geschissen. Also ich muss mich da ständig anmelden mit so einem Zwei-Faktoren-Authentifikator und es funktioniert einfach nicht. Also ich komme da nicht rein. Und irgendwann habe ich es aufgegeben und gesagt, leck mich, dann halt kein Discord auf dem Handy. Deswegen, ihr werdet mich da 4-5 Tage nicht erreichen können. Ja, ist leider einfach so. Aber diese Auszeit genehmige ich mir dann einfach mal. Dann denke ich, dass vor Silvester auf jeden Fall noch ein Stream kommt, damit ich euch schön mit dem mächtigen Arschtritt ins neue Jahr befördern kann. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ansonsten kann ich nicht mehr viel sagen. Vielen, vielen Dank an alle. Vielen Dank an diese geile Community, die sich da jetzt gebildet hat in dem letzten Jahr. Es war mega emotional. Es hat super Spaß gemacht. Tolle Leute getroffen. Natürlich auch irgendwie ab und zu einen kleinen Rückschlag gehabt.
extrem viel gelernt, also wirklich unfassbar viel gelernt, nicht nur technisch, sondern auch über mich selbst. Ich meine, ich sehe mich ungern selbst im Spiegel, ich höre mich auch ungern selbst. Und wenn du das dann wirklich mal, also auch an alle, die dasselbe Problem haben, ich glaube, das haben viele, wenn ihr das macht und das quasi machen müsst, weil ich muss es ja im Prinzip jeden Tag machen, ich muss mich jeden Tag angucken und selber hören, wenn ich meine Folgen angucke und sie benenne und sowas und schaue, ob da alles glatt gelaufen ist oder ob es irgendwo Ruckler gab oder sowas. Irgendwann wird es zur Routine und irgendwann lernt man sich selber mehr zu mögen und zu respektieren. Und das habe ich gelernt und das war ein riesen, riesen Ding. Also wirklich, das war für mich ein riesengroßer Schritt, den ich ohne YouTube und Twitch nicht schaffen hätte können. Und das tut unglaublich. Genau, dann natürlich technisch habe ich auch extrem viel gelernt, viele neue Sachen ausprobiert, besonders beim Become a Creator Wettbewerb viele neue Funktionen auch in DaVinci ausprobiert, mit dem ich ja meine Videos schneide. Und ja, ansonsten sage ich nochmal, auch wenn ich es vorher schon angeritzt habe, vielen, vielen Dank an die Community, an euch alle da draußen, die immer zuschaut, die sich meine Videos angucken, von denen ich immer wieder Feedback bekomme. Vielen Dank an die Leute im Discord-Server, mit denen ich immer wieder mal schreibe und so. Ihr könnt immer jederzeit auch reinschreiben und sowas. Also ich bin bloß ab und zu so beschäftigt, dass ich halt morgens und abends schaue ich safe einmal rein. Außer wenn ich Uni habe, da dann nur abends, weil geht halt nicht anders. Also seid da nicht böse. Vielen Dank an die Zuschauer auf Twitch. Vielen, vielen Dank an die Mods auf Twitch, die mich immer unterstützen und aufpassen, dass alles glatt läuft. Ist natürlich auch sehr wichtig. Immer so ein Job, der halt selbstverständlich angesehen wird, aber dennoch irgendwo aufwendig ist. Genau, und vielen Dank an einfach alle, die mich unterstützen, am allermeisten natürlich an meine Freundin Blühbirne, die mich weiterhin mit ihren Thumbs begeistert und mit ihren Ideen und immer wieder von selber mit neuen Sachen kommt, zum Beispiel jetzt auch das neue Twitch-Banner, wo ich zwar den Vorschlag gemacht habe, hey, es wäre cool, wenn da was Neues gibt, weil das Zeichen wird von den letzten Videos verdeckt, aber letztendlich hat sie sich von selber dann irgendwann hingesetzt und hat es einfach gemacht und ich bin so happy, also vielen, vielen Dank an dich. Und ansonsten, ja, meine Lieben, wünsche euch alles Gute, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Monatsvideo 2021 wieder, das hoffentlich global gesehen besser wird. Aber ich bin da zuversichtlich. Also haut rein, bleibt gesund, euer Oni Let's Play. Ciao, ciao. Ho, ho, ihr Lieben.